Ein Ort, wo Himmel und Erde aufeinandertreffen. Ein kleines Königreich inmitten der prachtvollen Berge des Himalayas. In einer Welt, in der Geld und Besitz regieren, ist Bhutan zu einer der glücklichsten Nationen aufgestiegen, obwohl es nur über sehr spärliche finanzielle Mittel verfügt. Manche Menschen nennen Bhutan das letzte Shangri-La auf Erden. Bhutan ist ein buddhistisches Königreich zwischen Indien und Tibet. Die Landesfläche ist etwas kleiner als die der Schweiz, während die Einwohnerzahl nur 700.000 beträgt. Der größte Teil Bhutans ist gebirgig. 80% der Einwohner sind Bauern. In Bhutans Hauptstadt Thimphu gibt es weder Werbetafeln ausländischer Konzerne noch Fastfood-Restaurants. Das Land scheut die Herrschaft des Konsums. Bhutan ist außerdem das einzige Land der Welt, in dem es keine Ampeln gibt. Polizeibeamte regeln persönlich den Straßenverkehr. Die Menschen sollen nicht verärgert werden, wenn sie an einer roten Ampel warten müssen. Der Busbahnhof für Überlandbusse ist voller Menschen. Viele fahren in ihre Heimatstädte, um dort das neue Jahr zu feiern. Allein der Gedanke daran, geliebte Menschen nach langer Zeit endlich wiederzusehen, ist aufregend. Trotz der langen und unbequemen Busreise. Ich war ein Jahr lang nicht zu Hause. Ich werde einen oder zwei Monate bleiben. Der Bus fährt eine verschlungene Straße direkt neben abschüssigen Klippen entlang. Die Hände des Busfahrers sind kontinuierlich mit dem Lenken beschäftigt. Viele Straßen in Bhutan haben scharfe Kurven, denn in diesem bergigen Land gibt es keine Tunnel. Der Tunnelbau ist verboten, um die Natur zu schützen. Bhutan ist ein sehr gebirgiges Land. Deswegen sind die Straßen hier ziemlich gefährlich. Aber ich fahre diese Route jeden Tag. Ich habe keine Angst, weil ich mich hier auskenne. Die Mehrheit der Bhutaner sind Buddhisten. Der Busfahrer achtet darauf, jedes Mal zu beten, wenn der Bus an einem Tempel vorbeifährt. Ich bete für meine Sicherheit. Sogar auf einer holprigen Straße kann die Reise Spaß machen. Dieser junge Mann sieht begeistert aus. In unserer Gegend gibt es viele Wiesen. Unsere Häuser sind von Bergen und Wald umgeben. Er trägt eine schöne und elegante Tracht. Es stellt sich heraus, dass er in Bhutan ziemlich bekannt ist. Ich bin Soldat und Boxer.
Im Jahr 2010 bin ich für Bhutan im Boxen bei den Asienspielen in Guangzhou in China angetreten. Mit jedem Kilometer kommt der geliebte Heimatort näher. Nachdem Pup aus dem Bus gestiegen ist, muss er noch einen langen Weg zu Fuß zurücklegen. Sein Heimatdorf ist mit dem Bus nicht erreichbar. Wir müssen zu mir laufen, weil es keine Busse in unser Dorf gibt. Bis nach Hause dauert es ungefähr 6 Stunden. Nachdem Pup einen Berg überquert hat und sich etwas ausgeruht hat, erreicht er endlich sein Zuhause. Es wird bereits dunkel. Seine Familie empfängt ihn mit strahlenden Gesichtern. Und er hat eine große Familie. In Bhutan leben Familien oft als Großfamilien zusammen. Dazu zählen auch Onkel, Tanten und Cousins. Pup erzählt uns von seiner Teilnahme bei den Asienspielen in China. Er ist dort zum Helden geworden, nicht nur für seine Familie, sondern auch für das ganze Land. Pups Onkel kocht etwas zur Feier des Tages. Bhutan ist ein Land, in dem Geschlechtergleichheit herrscht. Männer kochen zu sehen, ist hier nicht ungewöhnlich. Hier kochen Männer und Frauen. Beide kochen zu Hause. Wer es gerade tut, ist egal. Hausgemachter Käse und hausgemachte Butter sind heimische Köstlichkeiten. Sie gehören zu den Hauptnahrungsmitteln der Bhutaner. Scharfe rote Chilischoten sind ebenfalls eine wichtige Zutat für das Essen. Es sind gewöhnliche rote Chilischoten. Emmerdazi ist das bhutanische Nationalgericht. Es besteht aus gewürztem und gebratenem Käse mit Chilischoten. Das wird aus Brühe, Salz, Käse und Chilischoten hergestellt. Wie viele Asiaten mögen auch die Bhutaner gern scharfes Essen. Reis gehört ebenfalls zu ihren Grundnahrungsmitteln. Zum ersten Mal seit langer Zeit kann die gesamte Familie zusammen essen. Das Essen ist eher einfach, aber alle genießen es außerordentlich. Zeit mit der geliebten Familie zu verbringen, ist eine herzerwärmende Erfahrung. Bhutan ist für seine engen Familienbande bekannt. Für Pup ist seine Familie eine Quelle der Ermutigung und Energie. Es ist schön, nach so langer Zeit wieder zu Hause zu sein. Am nächsten Morgen bringt Pup die Kühe seiner Familie auf die Weide. Wenn er seine Familie besucht, hilft er immer bei den täglichen Aufgaben. Er ist daran gewöhnt, Kühe zu treiben. Das hat er schon als Kind getan. Ich bringe die Kühe zum Grasen.
Denn wenn sie nicht weiden können, zerstören sie das, was andere Leute hier anbauen. Pupp hat nur einen Moment nicht hingesehen, da spaziert auch schon eine Kuh davon. Das passiert ziemlich oft. Früher habe ich das Vieh in den Wald gebracht und dann dort mit meinen Freunden gespielt. Da mich aber heute keine Freunde begleiten, gehe ich einfach wieder nach Hause. Die gesamte Familie ist beschäftigt. Die Tante macht gerade Butter aus frischer Milch. Nach 3 bis 4 Stunden kontinuierlichen Rührens beginnt die Milch endlich Klumpen zu bilden. Jetzt ist die Milch zu Butter geworden. Die Butter wird nach einem alten Rezept hergestellt, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Für Menschen, die in Bergregionen leben, ist Butter ein wichtiger Energielieferant. Wir melken die Kühe und lagern die Milch in Gefäßen. Am nächsten Tag wird dann gebuttert. Die übrig gebliebene Molke wird gekocht, um daraus Käse zu machen. Die Bhutaner stellen die meisten Dinge des täglichen Bedarfs eigenhändig her. Sie sind viel mehr an Selbstversorgung gewöhnt als an Konsum. Die Menschen hier sind alles andere als reich, aber ihnen fehlt es dennoch an nichts. Wenn wir das hier nicht essen, können wir nicht hart arbeiten. Deswegen müssen wir gut essen. Die Bhutaner nutzen die Natur auf vielfältige Weise. Sie wissen, dass sie sich um nichts zu sorgen brauchen, solange sie der Natur nicht zu viel abverlangen. Raubüberfälle und Ähnliches gibt es in diesem Land nicht. In Zeiten der Not bekommen wir Hilfe von der Regierung. Diebstahl ist hier etwas sehr Ungewöhnliches. Und im Gegensatz zu anderen Ländern führen wir keine Kriege. Wir sind sehr genügsam. Wir sind glücklich mit dem, was wir tun. Wir besuchen noch ein malerisches Dorf. Die Häuser in Bhutan haben normalerweise 3 Stockwerke und ihre Wände sind mit buddhistischen Symbolen und Bildern verziert, die Glück bringen sollen. Männliche Genitalien gelten als Symbole für Glück und Wohlstand. Die Dorfbewohner sehen Fremde mit Neugier an. Ihren lächelnden Gesichtern scheint jedes Misstrauen fremd zu sein. Dieses Haus ist mehr als 1000 Jahre alt. Die unterste Etage dient als Stall. Die Bewohner leben im ersten Stockwerk. Jeden Morgen geht die Familie einer besonders wichtigen Aufgabe nach. Jedes Haus in Bhutan hat einen Tempelraum mit buddhistischen Statuen. Die Familienmitglieder beten in diesem Raum jeden Morgen und jeden Abend. Täglich füllt der Familienvater 7 Schalen mit Wasser für die Gottheit. Dieses Wasser wird Gott dargeboten. Das haben auch unsere Väter und Großväter so gemacht. Wenn wir etwas essen, wird es zunächst Gott dargeboten. Erst danach essen wir. Mhm.
Für diese Menschen ist der Buddhismus nicht nur eine Religion. Er ist Teil ihres alltäglichen Lebens. Viele Dorfbewohner züchten Kühe wegen der Milch und der Butter. Kühe sind ein wertvolles Gut und heilige Tiere für die bhutanischen Bauern. Das war unsere erste Kuh. Damit erinnern wir an unsere toten Kühe. Es ist ein Bulle, der Vater dieser Kühe. Als wir uns der Kuh nähern, beruhigt man sie, damit sie nicht erschrickt. Wir binden die Beine der Kühe fest, damit sie nicht ausschlagen können. Bevor eine Kuh gemolken wird, dürfen zuerst die Kälber trinken. Kühe werden als besonders wertvolle Tiere angesehen, weil sie dem Menschen so viel bieten. Wir melken die Kühe erst, nachdem die Kälber gesäugt sind. Eine Kuh gibt nur dann Milch. Wenn es kein Kalb gibt, dann gibt es auch keine Milch. Mehrere Kühe werden gemolken, aber nur so viel, dass die Kälber immer genug zu trinken haben. 7 Liter. Ein voller Milchbottich gibt den Bauern das Gefühl, reich zu sein. Bhutaner essen gerne getrocknetes Schweinefleisch und gegrilltes Rindfleisch, Shakam genannt. Sie essen nie das Fleisch ihrer eigenen Kühe. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Die Menschen hier leben ein einfaches Leben. Sie brauchen lediglich genügend zu essen und ein warmes Haus. Glücklich zu sein ist für sie nichts Kompliziertes. Das Leben selbst bedeutet Glück. Glück ist nur ein Wort. Das Glück liegt in unseren eigenen Händen. Wenn man hart arbeitet und Dinge erreicht, dann wird man auch glücklich. Bhutan hat einen sehr hohen Glücksindex, nicht nur aufgrund der optimistischen Einwohner, sondern auch wegen der Bemühungen seitens der Regierung und der Monarchen Bhutans. Die Könige Bhutans werden tief verehrt und vom Volk geliebt. König Jingme Singye Wangchuk führte als erster 1972 ein Konzept des Bruttonationalglücks ein. Viele Menschen, die nachts ihr Haupt auf großen Kissenbetten und von Luxus umgeben sind, können doch nicht schlafen. Deswegen suchen die Menschen nach einem alternativen Entwicklungsmodell, nach einer alternativen Art zu leben. Und sie denken, dass das Bruttonationalglück eine ganzheitliche Herangehensweise an Entwicklung ist. Das Modell ist nachhaltig und bietet dem menschlichen Individuum das, was es am meisten begehrt: glücklich zu sein, ohne dabei die Erde zu zerstören. Für die Regierung ist es vorrangig, das Ökosystem des Landes zu schützen und Traditionen zu wahren, damit die Menschen glücklich sind. Viele Menschen in Bhutan tragen die traditionelle Kleidung des Landes, den Go. In öffentlichen Einrichtungen und Schulen ist das sogar Pflicht. Und bei nationalen Ereignissen werden alle Bhutaner dazu angehalten, den Go zu tragen.
Unser Aufenthalt hier hat uns sehr gut gefallen. Bhutan ist ein wunderschönes Land und es ist faszinierend, all die traditionellen Trachten zu sehen und die Geschichte kennenzulernen. Und das in einem Land, das versucht, modern zu werden, ohne seine Traditionen und seine Geschichte zu verlieren. Die Bhutaner pflegen nicht nur die Traditionen ihres Landes, sie sind gleichzeitig auch sehr an ausländischer Kultur interessiert. Neuerdings werden koreanische Fernsehserien und koreanische Musik in Bhutan immer beliebter. Immer mehr Bhutaner sehen sich gerne Sendungen des koreanischen Fernsehsenders Arirang TV an. Viele Teenager bewundern momentan koreanische Berühmtheiten. Jungpyo, I love you so much. Can you visit Bhutan? Daeyang, love you. Mein Lieblingsspieler ist Park Ji-sung. Er spielt in der koreanischen Fußballnationalmannschaft. Und meine Lieblingsband ist Big Bang. Für diese Kinder ist Korea das Land ihrer Idole, in das sie eines Tages einmal reisen möchten. Bhutan ist in puncto Entwicklung sehr zurückhaltend gewesen. Wann immer wir in der Entwicklung einen Schritt nach vorne tun, einen Plan entwickeln, an Entwicklung und an Industrie denken, an irgendetwas Neues, dann fragen wir uns, wird es uns glücklicher machen? Es wird uns wohl reicher machen, ja, aber wird es uns auch glücklicher machen? Vielleicht bekommen wir dadurch mehr Informationen, aber werden diese Informationen auch zu Wissen und Weisheit führen? Die Regierung Bhutans betreibt viel Aufwand, um die Bildung im Land zu fördern. In diesem Institut werden die traditionellen Künste unterrichtet. Die talentierten Schüler kommen aus den verschiedensten Gegenden des Landes. Ich mache meine Aufgabe für die Winterferien. Die Schüler erhalten eine erstklassige Ausbildung in Bildhauerei, Malerei und bildenden Künsten. In Bhutan ist Studieren kostenlos. Wir bekommen von der Regierung dafür ein Taschengeld. Die Älteren erhalten 1800 Guldrum, etwa 25 Euro, die jüngeren Schüler 1500 Guldrum, etwa 21 Euro. Eine Berufsausbildung gibt den jungen Menschen Hoffnung, denn die Arbeitslosenrate in Bhutan steigt. Wir haben sehr viel Glück. Wir haben sehr viel Glück, dass wir in diesem Land geboren wurden. Wären wir in einem anderen Land geboren, weiß ich nicht, wie wir sein würden, wie wir leben würden. Ich weiß es nicht. Wenn es ums Lernen geht, gibt es keine Hindernisse, nicht einmal körperliche Behinderungen. Pem leidet an Zerebralparese, aber er ist trotzdem sehr begabt im Schnitzen. Ich bin glücklich. Wenn ich arbeite, dann muss ich mich verdrehen. Und das tut weh. Seine Schnitzereien sind so hochwertig, dass es einem schwerfällt zu glauben, dass sie nur mit den Füßen hergestellt wurden. Die Regierung Bhutans hat sich sogar bereit erklärt, Pems Studium auch im Ausland zu fördern, weil er so überaus talentiert ist. Wie bist du nach Neu-Delhi gegangen? Ich konnte mit Hilfe der Regierung nach Neu-Delhi gehen. Jetzt kann Pem seinen Traum wahr werden lassen. Die Gesundheitsversorgung spielt in Bhutan eine wichtige Rolle. Die Einwohner genießen eine besondere Fürsorge.
In den Krankenhäusern gibt es immer sehr viele Patienten, denn jegliche Gesundheitsversorgung wird kostenlos angeboten. Warum kommen Sie hierher? Ich komme her, weil mein Baby seit Sonntag krank ist. Meine Tochter braucht eine Behandlung. Und hier muss keiner für die Behandlung bezahlen. Ich bin sehr froh darüber, dass die Regierung eine medizinische Versorgung garantiert, die für alle kostenlos ist. Patienten müssen hier weder für Operationen, Krankenhausaufenthalte noch für Notfallbehandlungen und nicht einmal für Behandlungen im Ausland zahlen. So können vor allem Kinder und ältere Menschen schnell medizinische Hilfe bekommen. Das ist für die Menschen hier in Bhutan ein Grundrecht. Es steht in unserer Verfassung, dass die Regierung den Bhutanern eine kostenlose Gesundheitsversorgung zur Verfügung stellen muss. Auch in Zukunft werden die medizinischen Dienstleistungen kostenlos bleiben, weil es so in unserer Verfassung vorgesehen ist. Ein weiteres Geheimnis, warum die Bhutaner so glücklich sind, liegt in ihrer Kultur. Die Bhutaner wissen sich selbst zu unterhalten. Die Kinder brauchen kein teures Spielzeug, um Spaß zu haben. Die Nachbarn haben sich auf einem Feld versammelt. Die Männer in Bhutan lieben das Bogenschießen. Zwei Teams aus verschiedenen Dörfern treten gegeneinander an. Ihre Begabung für das Bogenschießen ist wirklich beeindruckend. Wir hier sind aus Namseling und die andere Mannschaft kommt aus Paro. Wir treten gegeneinander an. Im Moment führen wir. Ich glaube, wir haben 12 Punkte und die anderen erst 2. Da kommt ein berühmter Schütze. Auch wenn es sich hier nur um ein Spiel handelt, lastet doch Druck auf ihm, denn er vertritt ja schließlich sein Dorf. Alle hier sehen ziemlich angespannt aus. Jedes Mal, wenn der Pfeil ins Ziel schnellt, feiern seine Teamkameraden den Schützen mit Tanz und Gesang. Wir freuen uns, weil unsere Mannschaft das Ziel getroffen hat. Deshalb freuen wir uns. Und darum singen wir auch das Lied. Die Bhutaner haben es nie eilig. Sie verstehen es, den Augenblick zu genießen. Wir Bhutaner sind gerne mit anderen zusammen. Wir spielen und essen oft gemeinsam. Wir teilen gerne. Die Bhutaner haben ein optimistisches und friedfertiges Gemüt. Ihren inneren Frieden erhalten sie durch ihre Religion.
Jedes Dorf in diesem Land besitzt einen eigenen buddhistischen Tempel. Viele Bhutaner gehen jeden Tag dorthin. Vor allem ältere Menschen verbringen oft den ganzen Tag mit dem Drehen der Handgebetsmühlen bei den Tempeln. Dreht man die Gebetsmühlen im Uhrzeigersinn, soll das den gleichen Effekt haben wie das Lesen der Schriften darauf und bringt außerdem Glück. Ich bete dafür, nach meinem Tod ein besseres Leben zu haben, da ich hier so viel Gutes getan habe. Die Bhutaner glauben an ein Leben nach dem Tod. Der Tod wird demnach nicht als Tragödie aufgefasst. Die Klosterfestungen, Songs genannt, sind ein sehr wichtiges Element des bhutanischen Buddhismus. Songs sind einzigartige Strukturen an strategischen Punkten errichtet. Dort sind sowohl religiöse Stätten als auch administrative und legislative Behörden untergebracht. Die Festung in Punakha, der ehemaligen Hauptstadt Bhutans, ist eine der schönsten und ältesten im ganzen Land. Dieser heilige Ort ist das Zuhause von 450 Mönchen. Es ist außergewöhnlich sauber und ruhig hier. Die Skulpturen und die Farben sind wahre Kunstwerke. Der Taktsang-Tempel liegt 3120 Meter über dem Meeresspiegel an einer steilen Felswand. Ein weltweit berühmter Ort. Die Legende besagt, dass der hochverehrte heilige Guru Rinpoche das Kloster auf einem Tiger reitend besuchte. Diesen Tempel muss jeder Bhutaner einmal gesehen haben. Deshalb ist der Andrang zu jeder Zeit groß. Da sich das Kloster an einer Steilwand befindet, ist es nur schwer zu erreichen. Doch für die Pilger ist der Weg dorthin ein wahres Erlebnis. Dieser Mann hat auf dem Weg zum Tempel etwas entdeckt. Das hier ist ein Pacho. Wenn man hier betet, wird man von Krankheit und Leiden erlöst. Dieser heilige Ort ist wahrlich nur mühsam zu erreichen. Der Mann ist bald außer Atem, weil er ein so schweres Bündel trägt. Es ist voll von Gaben für den Buddha und die Mönche im Tempel. Ich komme hierher, um zu Buddha zu beten, weil Taktsang ein heiliger Tempel ist. Es ist ein wunderschöner Ort, der sich auf großer Höhe befindet. Ich komme oft hierher, denn ich liebe diesen Ort schon seit meiner Kindheit. Gerade als wir das Gefühl haben, nicht auch nur einen Schritt mehr weitergehen zu können, erreichen wir endlich den Tempel. Aber wir dürfen leider nicht im Inneren des Tempels filmen. Also müssen wir diesen geheimnisvollen Ort aus der Ferne bestaunen. Bhutaner sind strenggläubige Buddhisten. In Bhutan gibt es mehr Mönche als Soldaten. Jeder wünscht sich zumindest einen Mönch in der Familie.
In vielen Tempeln werden junge Mönche erzogen. Sie leben schon seit frühester Kindheit in den Tempeln, fernab von ihren Familien. Meine Eltern haben mich hierher geschickt. Wenn ich hier bin, kann ich meinen Eltern und anderen etwas Gutes tun. Seit ich klein war, wollte ich Mönch werden. Aber meine Eltern haben mich erst hierher geschickt, als ich schon erwachsen war. Obwohl sie noch sehr jung sind, glauben diese Kinder, dass es ihr Schicksal ist, Mönch zu werden. Weniger Strenggläubige halten drei- oder viermal im Jahr bei sich daheim das Puja-Ritual ab. Dazu werden buddhistische Mönche eingeladen. Die Puja ist ein sehr wichtiges Ritual für die Bhutaner. Wir erweisen diesen Dienst einmal im Jahr, um Gott und die Alten mit Freude zu beschenken. Tormas sind für das Ritual unverzichtbar. Diese blumenförmigen Dekorationen werden aus Weizenmehl und Butter hergestellt. Wir brauchen die Tormas, um das Ritual abzuhalten. Ohne Tormas ist ein Ritual bedeutungslos. Pujas werden gewöhnlich abgehalten, um ein glückliches oder wichtiges Ereignis zu feiern. Man gestaltet sie so prunkvoll wie möglich. Das Essen ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Puja-Rituals. Der Gastgeber bereitet genug Essen für die Vielzahl an Verwandten und Nachbarn zu, die an dem Ritual teilnehmen werden. Vor dem Ritual verjagen die Menschen die bösen Geister rund ums Haus. Ein Mönch spielt vor dem Haus auf einer Trommel und läutet eine Glocke aus einem ganz speziellen Grund. Das wird gemacht, um die Gottheiten hier vor Ort zu erfreuen, die uns und unsere Häuser beschützen. Endlich beginnt das Ritual. Zu Ehren Gottes wird Musik angestimmt, die ganze Nacht hindurch nicht verklingen wird. Die Mönche rezitieren buddhistische Schriften und beten für die Gesundheit und das Glück der Familie. Das älteste Mitglied der Familie bringt Gott Opfergaben dar und betet aus tiefstem Herzen. Wenn man heute ein ganzes Haus voll Geld hat, dann will man am nächsten Tag zwei Häuser voller Geld. So wächst unsere Gier von Tag zu Tag, selbst wenn wir gar kein Geld besitzen. Aber wenn wir ein reines Herz haben und mit Familie und Freunden glücklich sind und nach den Lehren Buddhas beten, wird all das Geld bedeutungslos. Die Kinder versammeln sich und halten leere Schüsseln in den Händen. Wir gehen zu Puja. Die Puja ist nicht nur eine Feier für eine Familie, sondern für das ganze Dorf.
Die Bhutaner leben in großen Gemeinschaften zusammen, teilen gerne ihr Essen und feiern zusammen. Teilen gehört zu ihrem täglichen Leben. Während der Puja kommen alle Nachbarn zusammen und es wird gemeinsam gegessen. Das macht uns eben glücklich. Die Gastgeberin sieht gar nicht müde aus, obwohl sie so viele Gäste empfangen hat. Warum sollten wir nicht glücklich sein? Wir machen, was auch unsere Väter getan haben und führen dies über Generationen hinweg fort. Wir sollen essen mit Lamas, Bauern, Armen und Reichen, teilen und so weiter. Wir müssen unser Bestes geben. Das ist unsere Pflicht. Und deswegen sind wir auch so glücklich. Nach dem Ritual wird ein Tanzfest veranstaltet. Alle sind überglücklich. Man braucht die Menschen hier nicht zu fragen, was sie so glücklich macht. Ihre glücklichen Gesichter sagen mehr als Worte. Wie die Fahnen, die im Wind wehen, vertrauen die Bhutaner ihren Körper dem Glauben an und leben in Einklang mit der Natur. Wir treffen eine halbnomadisch lebende Familie in Popchika, 3600 Meter über dem Meeresspiegel. Nicht einmal die abgetragenen Kleider der Kinder nehmen dem glücklichen Lächeln in den Gesichtern etwas von seinem Charme. Das Haus dieser Familie ist mehr als einfach. Sie benötigen nur ein Zelt, um sich vor dem Wind zu schützen. Die Halbnomaden bekommen ihr Essen und ihre Kleidung von der Natur. Auf Webstühlen stellen sie Stoffe her, um daraus Kleidung zu machen oder sie auf dem Markt zu verkaufen. So wird aus dem Fell der Yaks Garn gesponnen. Yaks haben schwarze Körper und weiße Schwänze. Also stammt das weiße Garn von den Yak-Schwänzen und das schwarze Garn wird aus dem Körperfell gemacht. Das Weben der Textilien ist eine langwierige Fleißarbeit. Diese Menschen leben in ihrem ganz eigenen Rhythmus. Einzig das Radio verbindet sie mit der weiten Welt. Ich glaube nicht, dass nur Menschen mit Geld glücklich sind. Aber wenn ich meine Produkte, wie zum Beispiel Taschen, verkaufe, kann ich damit die Ausbildung meiner Kinder bezahlen. In dieser Bergregion gibt es weder Fernsehen noch Strom. Kinder aus den Städten wären kaum fähig, auch nur einen einzigen Tag hier oben zu verbringen. Aber diesen Kindern hier ist überhaupt nicht langweilig. Die Kinder ziehen los, um am Fuß des Berges Wasser zu holen. Sie sind aufgeregt, als gingen sie zu einem Picknick. Es dauert etwa eine Stunde, bis sie den Wasserlauf erreichen. Aber die Zeit wird ihnen nicht lang, weil sie zusammen so viel Spaß haben. Eiszapfen knabbern sie besonders gern.
Alles, was sie sehen und hören, macht sie glücklich. Ohne Wasser gäbe es hier in der Gegend auch keine Nomaden. Aber weil hier der Wasserlauf ist, können wir kochen und unsere Yaks trinken. Während die älteren Brüder die Behälter mit Wasser füllen, klettert der Jüngere auf einem Berg herum, um Feuerholz zu sammeln. Die Familie braucht sehr viel Feuerholz, um es im Winter warm zu haben. Auf dem Rückweg sammle ich noch mehr Feuerholz. Die Kinder helfen ihrer Mutter unaufgefordert bei deren Aufgaben. Sie wissen, wie wertvoll es ist, mit seinen Lieben zusammen zu sein. Diese Freude kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich bin glücklich, dass ich Yak-Hirte bin und mich um die Tiere kümmern kann. Manchmal werden meine Eltern oder Geschwister krank und müssen zu Hause bleiben. Deshalb bleibe ich hier. Zu Hause angekommen, bereiten die Kinder mit dem frischen Wasser Futter für die Yaks zu. Ihre Fähigkeiten beim Schneiden sind sehr beeindruckend. Sie haben offensichtlich sehr viel Erfahrung darin. Ich schneide Rüben in Stücke und koche sie in Wasser. Dann verfüttere ich sie an die Yaks. Während die älteren Brüder Futter für die Yaks machen, gehen die zwei Jüngeren zur Weide. Sie hüten die Yaks beim Weiden, damit diese nicht fortlaufen. Ich muss auf die Yaks aufpassen. Sonst haben wir keine Milch. Die Kinder werfen kleine Steinchen auf die Yaks, um sie wissen zu lassen, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Diese Kinder sind noch so jung und doch schon voller Weisheit. Durch Feuchtigkeit wird das Seil stabiler. Es reißt da nicht so leicht. Die ganze Familie versammelt sich zu Hause. Einen Ort zu haben, an den man gehen kann, ist tröstend. Für Mensch und Tier. Die Mutter füttert sorgsam junge Kälber mit der Hand, als wären sie ihre eigenen Kinder. Die Kälber müssen von Hand gefüttert werden, weil sie noch nicht aus einem Trog fressen können. Für Fremde sieht die Lebensart der Nomaden alles andere als bequem aus. Aber diese Menschen leben gerne so. Ich werde diese Yaks niemals verkaufen. Mich zusammen mit meiner Familie um sie zu kümmern, macht mich glücklich. Die Bhutaner haben reine Herzen. Sie können nur schwerlich beantworten, was genau sie so glücklich macht. Sie wissen, das Glück ist wie ein Vogel. Je mehr man versucht, ihn zu fangen, desto weiter fliegt er davon.
fürs Wollen.